Hallo, hier ist Alex. Ich wurde vor einiger Zeit gefragt, wie man die Handgelenke am besten trainieren kann. In dem heutigen Video geht es genau um diese Thematik. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Generell werden die Handgelenke bei sehr vielen Übungen schon sehr gut, vorwiegend statisch, mittrainiert. Vor allem die Beuger werden häufig sehr stark beansprucht, wenn man Klimmzüge, Handstand oder ähnliches ausführt. Um die Beuger in einem anderen Winkel oder dynamisch zu trainieren, kann man zu Variationen wie zum Beispiel dem False Grip greifen oder spezielle Übungen wie Vorarm-Push-Ups ausführen. Mit funktionellem Training werden Beuger und Strecker im natürlichen Verhältnis trainiert, wenn die Beuger nicht zu stark und einseitig belastet werden. Wenn man den Strecker stärker trainieren möchte, ist die Übungsauswahl schon deutlich eingeschränkter. Hier könnte man zum Beispiel den Griff bei normalen Zugübungen leicht ändern, indem man das Handgelenk leicht streckt und die Übung so ausführt. Dadurch verändert sich der Hebel und die Strecker müssen stärker halten. Dieser Griff ist leichter zu fassen, wenn man den Daumen nach unten nimmt. Man kann außerdem verschiedene Zugübungen an Kletterbällen durchführen, wobei man je nach Griffart verschiedene Intensitäten umsetzen kann. Weiterhin kann man Wrist-Push-Ups ausführen. Dabei kann man mit leichteren Liegestützvariationen, zum Beispiel auf den Knien starten oder die Position auch statisch halten. Backlever eignet sich ebenfalls sehr gut, um die Unterarmstrecker statisch zu trainieren. Auch hierbei können verschiedene Progressionsstufen eingesetzt werden. In einigen wenigen Fällen ist es sinnvoll, das Training mit isolierten Übungen zu erweitern. Dies ist der Fall, wenn man zum Beispiel eine Verletzung hatte und bestimmte Muskeln gezielt wieder aufbauen muss oder wenn das Verhältnis der Beuger zu den Streckern in einem ungleichmäßigen Verhältnis steht. Dafür könnten dann Übungen wie das Aufwickeln oder das Training mit einem Griffkrafttrainer eingebaut werden. Um eine Stabilisierung des Handgelenks verstärkt zu trainieren, sollte eine propriozeptive Komponente eingebaut werden. Eine tolle Übung dafür sind Liegestütze auf den Fingerknöcheln. Das Problem bei dieser Übung ist, dass es eine gewisse Abhärtung benötigt, um sie angenehm ausführen zu können. Somit braucht es eine gewisse Vorbereitungszeit, in der aber die Handgelenke natürlich auch schon mittrainiert werden. Eine weitere super Übung ist das Training mit einem Powerball. Damit können die Handgelenke ebenfalls sehr gut stabilisiert und die Unterarme gekräftigt werden. Ich hoffe, ihr könnt einige Tipps aus diesem Video für euch umsetzen und wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Training. Wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt, dann schreibt einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald, Alex.